Hallo und herzlich willkommen zum 32. Teil des HTML und CSS Tutorials für Anfänger für panjutorials.de. Mein Name ist Dennis Panjuta und in diesem Tutorial werde ich euch eine Einführung zu Formularen geben. Und zwar haben wir bisher unsere Künste oder unsere Fähigkeiten dazu genutzt, etwas anzuzeigen und Informationen an den Nutzer weiterzugeben. Also mit HTML und CSS haben wir eben Text erstellt und Bilder und dies und jenes. Und in diesem Tutorial lernen wir, wie wir Formulare verwenden können bzw. anzeigen können. Und Formulare sind dafür da, eben die Interaktion des Nutzers zu nutzen. Also sprich, dass der Nutzer uns Informationen übergibt und nicht wir dem Nutzer Informationen übergeben. Und dazu fangen wir mit den zwei simpelsten Formularen an, und zwar dem Textformular und dem Passwortformular. Und ich zeige euch einfach mal, wie das geht. Und zwar müssen wir erst einmal ein Form-Tag öffnen und später das Form-Tag wieder schließen. Und alles, was innerhalb dieses Form-Tags ist unser Formular. Also füge ich jetzt hier zum Beispiel Benutzername ein. Und das ist jetzt einfach nur Text, also einfacher Text, der keine Interaktion möglich macht. Aber jetzt kommt der interessante Teil, und zwar Input. Und Input heißt Eingabe, sprich Eingabe des Nutzers. Dann Type. Und was hinter Type kommt, ist der Typ von Input, den wir hier bekommen. Und ich gebe hier mal Text ein, denn ich möchte, dass der Typ vom Input Text sein wird. Ihr seht gleich, was das ist und wie das aussieht. Dann Name. Dann muss ich diesem Input noch einen Namen geben. Denn wenn wir später diese Form oder diesen Inhalt, den der Nutzer uns gibt, verwenden möchten, um eben etwas Bestimmtes auszuführen, dann müssen wir festlegen, wie dieser Input hier heißt. Und ich nenne diesen Input mal Benutzername. Und als nächstes speichere ich einfach mal und zeige euch, wie das aussieht. Also, jetzt habe ich hier, ich zoome mal ein bisschen ran mit Steuerung Scroll. Und hier habe ich jetzt eben Benutzername, wie ich jetzt hier eingetragen habe. Benutzername. Und jetzt habe ich hier einen Kasten. Und hier kann ich jetzt Text eingeben. Also zum Beispiel einen Benutzernamen, Panjutorials zum Beispiel. Oder welcher Name euch auch immer einfällt. Und jetzt hat dieser Kasten hat jetzt eine unendliche, also man kann unendlich viele Buchstaben jetzt eintragen. Wenn wir jetzt festlegen wollen, dass der Benutzername nur eine bestimmte Länge haben kann, dann können wir das folgendermaßen machen. Und zwar max length, also die maximale Länge, ist gleich und dann in Gänsefüßen, wie lang denn der Benutzername maximal sein darf. Und speichere jetzt mal, danach aktualisiere ich und das ist der. Jetzt haben wir 9 Buchstaben und 10 T geht nicht mehr. Also ich klicke jetzt hier auf die 0 die ganze Zeit, weil ich den 10., also beziehungsweise den 11. eigentlich noch eintragen möchte und das geht nicht. Also länger als 10 Buchstaben kann es nicht sein und das kann man jetzt hier eben so regulieren. Und wenn ich jetzt die Länge von diesem Eingabekasten noch ändern möchte, dann kann ich hier auch noch etwas eingeben. Also ich mache mal Enter, damit das besser sichtlich ist oder besser sichtbar wird. Gebe ich hier Size ist gleich und in Gänsefüßen, wie viele Längeneinheiten das dann haben soll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier 7 eingebe, speichere und aktualisiere, dann wird dieser Bereich kleiner. Also es gibt eine Standardgröße oder Standardbreite, die eben dieses Formular hat. Und wenn ich jetzt das ändern möchte, dann kann ich das über Size machen. Ich kann ja auch 25 eingeben zum Beispiel. Und dann wird es länger. Ihr seht also, ihr könnt die Breite von dem Benutzernamenfenster verändern. Ihr könnt auch die maximale Buchstabenzahl verändern oder maximale Eingabezahl verändern und damit hätten wir zumindest mal den Benutzernamen abgedeckt.
Was aber, wenn ihr jetzt noch ein Passwort verwenden möchtet, dann macht ihr das folgendermaßen. Also, ihr gebt dem natürlich einen passenden Namen, also beziehungsweise einen passenden Text, den der Nutzer angezeigt bekommt. Und dann brauchen wir wieder Input, denn wir möchten ja eine Eingabe vom Nutzer haben. Und als nächstes müssen wir wieder Type eingeben. Doch dieses Mal nicht Text, also Type. Nicht Text, sondern Password. Und hier nicht Passwort mit T, sondern mit D, weil das das englische Wort ist, also Password. Und dann müssen wir dem Passwort natürlich noch einen Namen geben. Und ich habe es einfach mal Passwort genannt. Passwort, also den deutschen Begriff. Und dann müssen wir das noch schließen. Jetzt speichere ich noch und aktualisiere. Und das sieht jetzt nicht so ganz gut aus. Am besten, wir fügen jetzt noch einen Break ein. Speichern und aktualisieren. Und wir sehen jetzt, dass unser Benutzername hier oben eingegeben wird und unten drunter haben wir jetzt Passwort. Also unser Passwort, das wir jetzt eingeben können. Und was ist jetzt der Unterschied? Weil hier können wir ja so Text eingeben, wunderbar. Und wenn ich jetzt hier was eingebe, seht ihr, es ist versteckt, also es sind lauter Punkte und man kann jetzt nicht sehen, was hier eingegeben wird. Auch hier wieder eine unglaublich lange Zahl möglich. Wie ihr das ändern könnt, wisst ihr jetzt. Also damit wären wir mit den Formen schon mal, also hätten wir den ersten Schritt in Richtung Formen gemacht, beziehungsweise den ersten Inhalt gelernt und die ersten Formen kennengelernt. Und im nächsten Tutorial geht es dann um noch mehr Formen. Und zwar geht es um ein größeres Textformular. Wozu man das braucht und wie das aussieht, zeige ich euch im nächsten Tutorial. Also schaut es euch an, abonniert meinen Channel und bis dann, macht's gut, Leute.